Nee, aber was Sie besonders bei den Ex-Ostbewohnern, also heute ist es ja nur noch ein geografisches Mittel, damals war es ja noch eine ganz andere Unterscheidung. Was ist es, was die mögen daran? Ach, ich kann, das Problem ist ja, nach der Wende war man natürlich irgendwie schnell geneigt, cool den Westler zu geben, was ja nicht so schwer ist. Das ist irgendwie ein Lehrgang, der den dauert... Den Westler zu geben? Ja, so zu spielen. Also der dauert ein halbes Jahr, da geht man irgendwie zu haben mit HMN einkaufen und weiß irgendwie, lernt die italienischen Speisekarten auswendig und dann kann man gut den Westler eben. Und ich bin aber, also erstens sage ich zu viel, zu schlecht im Gedächtnis und zweitens bin ich zu blöd zu lügen und so war ich von vornherein dann gleich irgendwie im Radio auch als Ostler irgendwie noch zu erkennen und dachte mir also... ist ja vielleicht auch eine Stärke. Also Westler sein, wie gesagt, ein halbes Jahr Lehrgang und Ostler habe ich 30 Jahre zu gebraucht, dazu werden. Ja. Ja, ist ja ein Kapital, was man nicht so ohne weiteres wegschmeißen sollte. Man hat das also ich habe versucht, mich nicht zu verstellen. Ich habe mich gesagt, okay, ich bin der und wenn sie dann irgendwie fragen, ob ich irgendwie Fähnchenträger bei der FDJ war, dann kann ich sagen, ja, ich war Fähnchenträger bei der FDJ. Sie haben ja immer kein Hehl daraus gemacht, dass Sie Mitglied der SED waren. Waren Sie aktives Mitglied oder nur so Mitläufer? Ah ja, nee, Mitläufer wäre zu peinlich. Also Mitläufer ist echt ein Schimpfwort. Nee, ich war schon irgendwie, sagen wir, relativ bewusst in der SED. Sie haben auch studiert in der DDR, ja. Was ja ein Privileg war. Sie sind, das war kein so großes Privileg. Nee, nicht. Nee. Also Sie vielleicht, sind, wenn man Arzt geworden ist. Oder Sie sind Doktor der Kultur, wie heißt das? Kulturwissenschaft. Also das war ein eigenes Philosophie, Fach, ja. Philosophie. Und Sie haben dann während Ihrer Tätigkeit schon als Moderator ganz freiwillig, ohne dass irgendjemand Sie dazu gezwungen hätte, ohne dass irgendeine Akte irgendwo aufgetaucht wäre, auch gesagt, ich habe auch mal Kontakte zu Stasi gehabt. Ja. Warum haben Sie das gemacht? Das war schon nicht so ganz freiwillig, muss ich sagen, weil ich wusste schon, dass irgendwie so Überprüfungen der Moderatoren im ORB laufen, aber es war für mich die letzte Möglichkeit, selber noch in die Offensive zu gehen. Also ich fand, die Unerträglichkeit ist ja immer, taucht irgendwo eine Karteikarte auf, dann wird derjenige befragt und sagt, ja, eine Karteikarte könnte da möglicherweise existieren, aber mehr nicht. Und dann kommen irgendwie 20 Seiten Akten, ja, daran kann er sich erinnern, an die 20 Seiten, dann kommen nochmal 100 und an die 100 kann er sich dann auch erinnern. Das fand ich irgendwie doch ein bisschen ekelhafte Art und Weise, damit umzugehen. Darum habe ich mir, bevor es also soweit war, habe ich gesagt, es ist jetzt eine Situation, es gibt überhaupt ja nichts. Ich setze mich jetzt hier hin, erzähle alles, was ich weiß und wenn dann irgendwie Akten oder irgendwas da sind, dann kann man überprüfen, ob ich ehrlich war oder ob ich nicht ehrlich war. Das war also mein Versuch, also bevor Sie wussten, mit der Sache irgendwie selbstbewusst umzugehen. Ja, also ohne keine sich vorführen zu lassen. Mir ist da ja nicht aufgetaucht. Also entweder war ich irgendwie Top-Spion oder absolute Null. Was eine Bild. 0 Uhr, Kuttner. 0 Uhr, Kuttner. Ja, sehr gut. Nee, nochmal ernsthaft, also ein Problem ist ja, wenn man jetzt über so eine Geschichte spricht, worüber kann ich reden, dass ich mich mit den Leuten irgendwie mal unterhalten habe und so und kann es aber selber natürlich nicht einschätzen, weil ich ja selber nicht meine Gaukbehörde bin und wenn dann irgendwie... Nein, aber Sie wissen ja, dass Sie kein IM waren und nicht irgendwelche großen Aufträge angenommen haben, wo Sie andere Leute bespitzelt haben oder so, nee. Sondern Sie haben Gespräche mit denen geführt, also das war, glaube ich, auch ein Umfang an Tätigkeit, der durchaus... sich eignete, um darüber zu sprechen und das hinaus, also einfach mal offen. Also ich habe schon so Geheimniskrämerei und so mitgemacht, das war schon, aber eben irgendwie ja, so eher politische Gespräche. Ich hatte immer Angst, dass ich möglicherweise über einen etwas hätte sagen können und habe den neulich getroffen, der hat alle seine Akten gesehen und da stand aber nichts drin, da war ich sehr erleichtert dann im Nachhinein. Abgesehen von der Frage, ob man mal mit der Stasi Kontakt hatte oder in der SED Mitglied war, überhaupt habe ich manchmal das Gefühl, dass viele Ex-DDR-Bewohner so ein Problem mit ihrer Vergangenheit haben und sich dann auch nicht trauen, selbstbewusst zu sprechen. Und Sie scheinen das eben sehr, sehr klar zu nehmen. Das war Ihre Zeit damals und Sie sprechen auch so selbstbewusst und sagen auch so oft ich und das ist eigentlich sehr angenehm. Ja, das ist in gewisser Weise ist jetzt schon verständlich und Notwehr. Also ich meine, wurden doch wirklich massenhaft, wurde irgendwie wirklich das entwertet, was die Leute im Osten gearbeitet haben, erlebt haben, erschaffen haben, gebaut haben und so weiter. Und von daher sind die natürlich viele sehr schnell in die Defensive gegangen und haben versucht, sich diesen neuen Verhältnissen irgendwie anzupassen. Und die andere Strategie, also meine und die von vielen Freunden, war einfach, die irgendwie selbstbewusst zu sein. Weil es ist natürlich auch wirklich ein bestimmtes Kapital, im Osten groß geworden zu sein und auf einmal zu sehen, wie so eine festgefügte Gesellschaft, von der niemand erwartet hätte, dass sie so ruckzuck irgendwie schmählich untergeht und wegbricht, sowas zusammenbrechen zu sehen. Von daher hat man jetzt auch in diesem neuen Deutschland doch irgendwie ein etwas distanzierteres Verhältnis zu den Zeitmaßstäben und zu dem, was hier vielleicht noch kommen mag. Also ich glaube, wenn man es so sieht, hat man sogar einige Vorteile. Ja, sprechen Sie auch in den Sendungen über politische Dinge?
Ja, wenn es Gespräch drauf kommt, dann schon. Wobei, ich muss schon irgendwie sagen, also ich bin da eher an einem Punkt, wo ich, also das hängt vielleicht mit dem Alter oder mit so einem bestimmten Maß an Erfahrung jetzt einfach zusammen, mich nicht mehr so in der Lage sehe, so ruckzuck schnelle Urteile abzugeben und irgendwie zu sagen, das links und das rechts und das blöde, Sie das so richtig. Total spontan. Haben Sie eine Lebensplanung? War das auch als Karriere zum Beispiel? Das, nee, das ist irgendwie... Ich kann da irgendwie nur so das, was man macht, irgendwie machen, und wenn es funktioniert, dann funktioniert es, und mal sehen, wie lange es funktioniert, und wenn nicht, kommt wieder irgendwas Neues. Also ich habe irgendwie schon immer ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Interessant, etwas andere Lebensplanung, nicht? Das ja, ich glaube, in dem Alter vielleicht nicht mehr, aber so von 20 bis 24, sage ich, war ich genauso, wird schon kommen. Ja. Also man macht sich keine Gedanken, und auch mit Recht, möchte ich sagen. Und Jugend hat einfach auch das Recht, dass sie sich entfaltet, dass sie alles ausprobiert, was da daherkommt, alles mitmacht und mitnimmt. Naja, also ich meine, in diesem Mediengeschäft ist irgendwie, das ist schon ziemlich hart, glaube ich. Und da rennen einfach irgendwie 95% Zombies rum. Und man hat jetzt irgendwie die Wahl, will man selber auch Zombie werden, das kann man machen, dann kann man irgendwie schleifen und kosmetische Operationen. Oder man sagt sich, okay, ich bin ich, und das ist irgendwie, das macht eigentlich Spaß. Man kann aber auch mit dieser Einstellung eine Karriere machen. Ja, klar kann man damit eine Karriere machen, aber eben eine Zombie-Karriere. Auch im Fernsehen. Ach so, mit der Karriere. Ja, mit der auch mit ihrer Einstellung, ohne Zombie zu werden. Ja, das sieht man an ihm, glaube ich. Ich hoffe, ich bin kein Zombie. Ich hoffe es. Ja. Wobei man... Ich meine, es ist ein Kompliment, aber es gibt da wenig Leute, die wirklich irgendwie erkennbar sind. Aber so. Man muss auch sagen, dass es jetzt, für jemanden, der jetzt anfängt, natürlich viel schwerer ist mit dieser Haltung. Erfolgreich. Ich bringe ja etwas mit aus einer Zeit, wo nicht dieser Zombie-Wettkampf stattfindet. Ja, das stimmt natürlich. Das muss man sagen, nicht? Ich glaube, für ihn ist es unglaublich wichtig, oder generell ist es einfach wichtig, dass er auch von der Vergangenheit, von der Sie gesprochen haben, ganz einfach wirklich selbstbewusst und offen und sicher angeht. Das ist die einzige und beste Chance, die er hat. Ja, ich habe vorher auch schon andere Sachen einfach gemacht. Ja. Ich bin nicht darauf angewiesen, irgendwie im Radio oder im Fernsehen präsent zu sein. Ich habe irgendwie vorher Zeitung gemacht. Das Blasorchester war meine wichtige Geschichte, irgendwie in unterschiedlichen Jobs zu arbeiten. Diese Sicherheit und dieses sich nicht abhängig machen davon, aber die meisten, die auch was anderes machen könnten, wenn die einmal Blut geleckt haben, Fernsehen, bisschen geil ist ja schon, ne? Auch prominent. Das Beste ist immer, seinen eigenen Namen irgendwo zu lesen oder zu hören. Das ist geil. Sie hören ja Ihren Nachnamen nie. Na, das macht ihr nicht. Ich weiß ihn ja. Sie wissen ihn ja. Aber meinen Vornamen höre ich oft genug. Gut, ich bedanke mich sehr. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Jürgen Kuttner. Darf ich Sie bitten, wenn Sie Ihr Ding mitnehmen? Ja. Herr Gonzalez.